Ein Zeltofen in der Kote. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Heute habe ich hier in der Kote S45, übrigens in der Jubiläumsfarbe von Tortuga, die jetzt 2021 ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Schöne Farbe finde ich, sehr angenehmes Licht innen drin. Ich habe ein Tentipi-Zeltofen hier reingebaut. Es ist ja doch noch ein Schwinter und es ist immer mal wieder etwas frisch, auch wenn jetzt schön die Sonne aufs Zelt scheint. Und es lohnt sich doch, wenn man dann einfach schön heizen kann in der Kode. Frühjahr, Herbst, Winter, immer eine Option. Jetzt ist aber die Frage, wie mache ich das in der Kode, dass ich tatsächlich mir hier nichts anbrenne. Und da wollte ich euch kurz zeigen, wie auf was ich achten muss, wenn ich einen Ofen durch die Zeltplane führe. Bei der Kote ist das eine recht einfache Geschichte, einen Zeltofen einzubauen, weil ich habe oben in der Kote tatsächlich ein Rauchloch, durch das ich entweder Feuer, Rauch und alles aufsteigen lassen kann oder eben auch ohne jetzt groß an meinem Zelt arbeiten zu müssen, tatsächlich auch ein Ofenrohr rausstecken kann. Das Wichtigste allerdings ist, bei dieser Durchführung, wenn ich da ein Ofenrohr durchstecke, dass ich keinen Kontakt zu der Plane kriege. Die eine Variante ist dieses Ofenrohr mit einer mineralischen Isolierung. Das kann Mineralwolle sein, das kann auch eine mineralische Decke sein zum Beispiel, die ich drumherum packe, das Ganze einfach zu isolieren. Das ist die eine Variante an der kritischen Stelle, die ich aber für leidlich gefährlich halt, weil auch so eine Isolierung sich mit der Zeit aufheizen kann. Viel besser ist quasi mit Luft zu isolieren und es geht am besten mit einem doppelwandigen Rohr. Das heißt, ich habe mein Rauchrohr in der Mitte und habe außenrum nochmal ein zweites Rohr und dazwischen habe ich Luft. Die Luft kann abströmen, die hindere ich auch nicht oben mit dem Deckel, sondern ich lasse die heiße Luft einfach abströmen. Dadurch habe ich einen Abstand zur Zeltwand, zwischen Rauchrohr und Zeltwand. Das ist das Wichtige und ich zeige euch jetzt gleich, wie die gute Abdeckplane da außenrum gepackt ist. Ihr werdet auch sehen, dass es nicht hundertprozentig dicht ist, weil ich halt durch dieses doppelwandige Rohr auch immer eine Stelle habe, wo es mir oben reinregnen kann. Da kann man sicherlich mit ein bisschen Abstand oben drüber noch einmal optimieren. Wenn ihr dazu Idee habt, dann sagt mir das einfach. Dann können wir hier auch noch ein bisschen basteln. Aber es ist auch nicht weiter schlimm, weil das, was in Regen reinfällt, das fällt euch vielleicht auf der Ofen und verdampft dort wieder. Oder wenn das Ganze länger steht, dann wird es halt in der Mitte von der Kohle ein bisschen feucht. Aber es ist nicht nennenswert viel, was euch da durchfällt. Also gucken wir uns das kurz an, wie das hier gelöst ist. So, ihr seht hier beim Tentipi Eltfell ist es sehr elegant gelöst. Es gibt dieses äußere Rohr schön gelocht, dass auch da überall die Wärme abziehen kann. Was quasi um das eigentliche Rauchrohr rumgeht. Und die Kohleabdeckplane, die ist ja schon geteilt, dass ich sie quasi auch um mein Abspannseil rumkriege. Und das kriege ich hier auch gut durchgefrickelt. Es ist nicht ganz perfekt. Wie gesagt, ihr seht hier tatsächlich, dass es an einiger Stelle auf ist. Aber ich vermeide dadurch, dass das Ofenrohr innen drin an mein Kotekreuz oder an der Stoff kommt. Und in aller Regel, wenn ich diesen Ofen moderat befeuere, dann reicht es auch gut aus. Ihr müsst euch vorstellen, die Abgastemperatur, wenn wir hier runtergehen am Ofen, da wird der, so ein Edelstahlofen, der wird da schön rotglühend, wenn ich ihn gut befeuere.
Aber auch alle anderen Öfen, die werden schön heiß. Und auch das unterste Ofenrohr kann noch rotglühend sein. Die Abgastemperatur nimmt dann aber rapide ab, je weiter ich hochkomme. Und da oben habe ich dann noch eine, ich sage es mal, eine moderate Temperatur, die auch gut mit diesem System, mit dem Hitzeschutzrohr funktioniert. Also hier seht ihr jetzt, wie das ausgelöst ist. Da kommt quasi beides, das Rauchrohr und das Hitzeschutzrohr, kommt hier mit raus. Und ich habe jetzt die Kohleabdeckplane hier durch den Schlitz entsprechend um dieses Hitzeschutzrohr rumgelegt, sodass ich ein möglichst kleines Loch finde, oder baue, was mir hier Feuchtigkeit und Regen ins Zelt reinbringen könnte. Wie gesagt, es ist nicht ganz hundertprozentig dicht, aber das, was da durchgeht, das kann man verkraften. So, und obendrauf empfehle ich euch auf jeden Fall einen Funkefang zu setzen. Das seht ihr hier oben, dieses gelochte Rohr. Das verhindert nämlich, dass größere Glutstückchen durch das Ofenrohr hochgeschleudert wäre und dann wieder zurückfalle auf die Plane, auf die Kohle. Und es wäre schade, wenn sich hier ein Loch reinbrennen würde. Ja, so ein Ofen ist was Feines in der Kohle. Jetzt kann man hier die Sonne genieße, aber sobald es dann abends wieder kühl wird und ich mache den Ofen in der Kohle an, dann wird es richtig kuschelig und heimelig. Und ich habe einfach mein Wohlfühlgefühl mit der Kohle einfach nochmal ein bisschen erhöht. Probiert es aus, schildert mir eure Erfahrungen, die ihr mit Zeltöfen habt in der Kohle. Auch vielleicht habt ihr Idee, wie mit einfacher Mittel diese Rauchrohrdurchführung gut zu machen ist bei einer Kohle. Wie gesagt, ganz perfekt ist bei mir nicht, weil einfach die Plane nicht so richtig passt, aber es ist machbar. Und von daher sage ich Dankeschön, tschüss, euer Ralf von Jodeland.